Für das folgende Beispiel, man sieht es schon, habe ich mir einen Musiker mitgebracht. Das ist der René Tolai, seines Zeichens Singer und Songwriter. Und das hat man ja ganz oft, dass man sich vielleicht auf YouTube präsentieren möchte mit der Akustikgitarre, möchte gerne was in die Kamera schmettern und wundert sich nachher, dass die Tonaufnahme nicht so gut gelungen ist. Und wir zeigen mal gerade, ja, was da eigentlich passiert. Wir hatten das auch schon in anderen Tutorials kennengelernt. Es ist meistens der Raum. Also wir nehmen jetzt einfach mal ihn auf über unser Blitzschuh-Mikrofon, was wir auf der Kamera aufgeflanscht haben, und hören uns mal an, wie das Ganze dann klingt. Bitte sehr. Es wird sie immer wieder geben, diese eine Frau fürs Leben, die dich Tag für Tag entzückt. Dich mit einem Lächeln schmückt, ja, die es immer wieder schafft. Dass du den ganzen Abend lachst, ja, oder weinst, wenn du sie hältst. Mit dir in tiefe Träume fällst, ja, die dich stärkt, wenn du versagst. Stolz deiner Fehler mag, ja, die dich nimmt, so wie du bist. Nach dem Aufstehen erstmal drückt, ja, die dich liebt. Also steh auf und genieß dein Leben, denn auch für dich wird es das alles einst mal geben. Die eine Liebe, das große Glück, die eine Frau, die dich Tag für Tag neu entzückt. Wunderbar. Schade, dass man nicht daneben sitzen konnte, sondern wir haben das jetzt leider über ein Mikrofon aufgenommen, wo man sehr viel Raum hört und wo das einfach nicht richtig deutlich rauskommt. Also wir müssen da schon ein bisschen in die Trickkiste greifen. Wir müssen das Ganze nämlich mit zwei Mikrofonen aufnehmen. Das zeige ich jetzt mal. Das sieht jetzt hier natürlich etwas verbaut aus, aber wir werden dafür auch gleich belohnt mit einer weitaus besseren Klangqualität, als wir das eben gehört haben. Wir haben jetzt zwei Mikrofone im Einsatz, und zwar sind das zwei Kondensatormikrofone. Die, das haben wir ja gesehen, können wir wahlweise aufnehmen mit einem Audio-Interface am Rechner, wie wir das auch gerade hier machen, oder beispielsweise aber über ein entsprechendes mobiles Aufnahmegerät. Hierfür ist es natürlich wichtig, dass wir auch zwei getrennte Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung haben. Haben wir alles kennengelernt. Das ist alles eingerichtet und aktiviert, und unser Sänger ist auch schon ausgesteuert. Das heißt, er kann gleich loslegen. Wie gesagt, wir haben ein Mikrofon. Damit nehmen wir den Gesang auf. Das ist das obere mit dem Popschutz. Und das andere Mikrofon ist auf die Gitarre ausgerichtet. Das sieht man jetzt vom Winkel nicht richtig. Also eine ideale Position wäre jetzt ungefähr auf der Höhe des 12. Bundes. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal auf, so dass wir da mal hören können, wie das Ganze dann klingt. Bitte sehr. Es wird sie immer wieder geben, diese eine Frau fürs Leben, die dich Tag für Tag entzückt und dich mit einem Lächeln schmückt, ja, die es immer wieder schafft. Dass du den ganzen Abend lachst, ja, oder weinst, wenn du sie hältst, mit ihr in tiefe Träume fällst, ja, die dich stärkt, wenn du versagst. Dich trotz deiner Fehler mag, ja, die dich nimmt, so wie du bist. Nach dem Aufstehen erstmal drückt, ja, die dich liebt. Also steh auf und genieß dein Leben, denn auch für dich wird es das alles einst mal geben. Die eine Liebe, das große Glück, die eine Frau, die dich Tag für Tag aufs Neue entzückt. Wunderbar. Ja, das hat doch schon weitaus besser geklungen als eben. Und das Einzige, was uns jetzt natürlich noch stört, sind die Mikrofone im Bild. Und da zeige ich jetzt noch einen kleinen Trick, wie man das bisschen kaschieren kann. Der Trick ist der, wir haben jetzt unsere beiden Mikrofone wieder abgebaut. Und wir haben jetzt hier einen kleinen Lautsprecher stehen. Und das, was wir eben gerade aufgenommen haben, das spielen wir jetzt unserem Künstler über diesen Lautsprecher vor.
Und er spielt und singt das einfach nach. Also beziehungsweise er tut so, als würde er es machen. Das ist nicht ganz einfach, sich selber praktisch zu doppeln. Aber mit bisschen Übung kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Falls es nicht beim ersten Mal klappt, dann macht man es halt einfach nochmal. Aber das ist eine Möglichkeit, um nachträglich ein tolles Bild, also eine tolle Videoaufnahme zu bekommen, ohne die ganze Technik, die man sieht, also die Mikrofone, die wir eben im Bild hatten. Und wir können aber trotzdem dabei den guten, aufgenommenen Ton nutzen. Und wir probieren das einfach mal aus. Bitte sehr. Es wird sie immer wieder geben, diese eine Frau fürs Leben, die dich Tag für Tag entzückt. Dich mit deinem Lächeln schmückt, ja, die es immer wieder schafft. Dass du den ganzen Abend lachst, ja, oder weinst, wenn du sie hältst. Mit ihr in tiefe Träume fällst, ja, die dich stärkt, wenn du versagst. Dich trotz deiner Fehler mag, ja, die dich nimmt, so wie du bist. Nach dem Aufstehen erstmal drückt, ja, die dich liebt. Also steh auf und genieß dein Leben. Denn auch für dich wird es das alles einst mal geben. Die eine Liebe, das große Glück. Die eine Frau, die dich Tag für Tag aufs Neue entzückt. Ja, wunderbar. Das hat doch gut geklappt eigentlich, ne? Das sieht echt gut aus, wie das alles so übereinander läuft. Und ja, das ist eine Technik, die ganz oft auch bei der professionellen Videoproduktion angewendet wird. Also im Prinzip, man hat erst den fertigen Song, der in guter Qualität auch im Tonstudio aufgenommen worden ist. Und im Prinzip in einer Live-Situation macht der Künstler so, als würde er im Prinzip das Ganze nochmal nachspielen. Da hat man ein optimales Bild und natürlich auch einen optimalen Ton. Wunderbar, vielen Dank, René, für die Performance. Und ich hoffe, wir haben das ganz gut dargestellt, wie man seinen Ton gerade bei so einer Singer-Songwriter-Aufnahme eigentlich um einiges aufwerten kann.